Hallo und willkommen zurück zu den Pathfindern Tirol. Wir befinden uns heute in Mittenwald am Parkplatz der Karwendelbahn. Und wir haben heute vor, auf die Mittenwalder Hütte zu gehen. Ja, angeschrieben steht die Wanderung mit 2 Stunden. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, schauen, wie lange wir brauchen. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg ist und was uns da erwartet, dann würde ich sagen, dann geht einfach mit uns und ja, wir sehen uns auf dem Weg. Bis dann! Ja, schau, wenn wir daher gefahren mit dem Auto, hätten wir da parken können. Das wäre easy park gewesen. Gerade zur Info, die Tageskarte fürs Parken kostet 7,50 Euro. Unten bei den ganzen Parkplätzen, da müsst ihr genau das Bargeld haben. Weiter oben ist jetzt gerade ein Schild gestanden. Eben, da habt ihr die Möglichkeit, mit easy park zu parken. So, zeig aber, wo wir gehen. So auffahren und da ist dann die Mittenwalder Hütte. Ja, von da aus schauen wir dann nochmal. Genau. Super, let's go. Ja, da fährt die Karwendelbahn und eben den Lawinenschutz. Da waren wir schon einmal, wo wir die Wanderung nach Grün gemacht haben, 30 Kilometer. Das ist fast dieselbe Strecke, nur dass wir dann bergauf gehen. Irgendwo da oben. Ja, auch beim Beginn des Wanderweges haben sie extra einen Fahrrad stehen von der Mittenwalder Hütte. Wie hast du gesagt? Bike and Hike, oder? Ja, Lisa sagt, das ist Bike and Hike. Da könntest du erstmal mit dem Radl herfahren und dann könnt wandern gehen. Ja, das wäre jetzt der Einstieg. Wie hoch ist überhaupt die Mittenwalder Hütte? Da auf 1515 Meter. Aha, okay. Ja, das klingt eh nicht so hoch im ersten Moment, gell? Im ersten Moment nicht, ne? Ja, schauen, lass uns schauen, was das erwartet. Ja, auf alle Fälle, da unten sind jetzt die Lawinendämme, da kommen wir jetzt dran vorbei. Jetzt geht es links in den Wald und von hier an geht es gleich mehr Steig und das Stückchen Weg noch und dann nehmen wir auch einen Steig. Ende des Schotterweges, jetzt geht es den Pfad auf. Also der Weg, dadurch, dass es ein roter ist, sollte man schon recht trittsicher sein. Die Kondition sollte auch stimmen. Schwierig finde ich den Weg selber jetzt nicht. Aber bevor man nicht die blauen gut kann, sollte man jetzt nicht auf die roten gehen. Mittenwalder Hütte, 1 Stunde 20. Ja. Es wird dann immer steiler, immer enger und ein wenig ausgesetzter. Ja, mal die Aussicht genießen, Lisa. Herrlich. Das haben wir gerade gesagt, jetzt sind welche an uns vorbei gerannt, mehr oder weniger. Weiß nicht, also wandern sollte man sich schon Zeit nehmen und die Gegend da genießen, gell? Da wird es ein bisschen anspruchsvoller.
aber auch nicht jetzt weltbewegend. Oben ein bisschen mit Drahtseil versichert. Oh, da ist einer abgestürzt da. Ja, eben, schau, da ist das, Lisa. Der ist abgestiegen in Gedenken an unseren Sportfreund, verunglückt am 31. August beim Abstieg von der Mittenwalder Hütte. Ja, wenn du jetzt runterkugelst, Lisa, dann bist du tot. Hast du gewusst, Lisa? Bei den ganzen Bergsteiger-Dokus lebt der was filmt, immer am gefährlichsten. Ja, das ist aber einmal der krasseste. Bella, komm her! Ah, da hinten, da ist grün. Da war bei dem See ganz da hinten waren wir. Na gut, da ist oberhalb. Wow. Der Schuttreißer geht wieder besser, gell? Ja. Aber wie gesagt, sehr, sehr steil, gell? Ja. Ja, wenn du da runterkugelst, hast du es hinter dir. Ja, wunderschön da, gell?
Dann haben wir noch die Überreste vom Winter. Leichte kleine Schneefelder. Ja, da oben fährt die Mittenwaldbahn. Ankunft auf der Hütte nach einer Stunde 48 Minuten. Wobei man aber sagen muss, wir sind wirklich langsam gegangen, sind oft stehen geblieben, gerade wegen Foto machen oder filmen oder was, wenn wir gerade die Gegend anschauen. Wie gesagt, wenn es euch Zeit lasst, Stunde 48, wenn es schnell geht, ist es Stunde 30. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter auf. Ja, jetzt werden wir noch unseren Abschluss machen, bevor wir wieder unten bei der Karwendelbahn ankommen. Ja, es war eine super bärige Wanderung. Ja, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sollte man schon besitzen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und ja, wir haben oben noch was gegessen auf der Hütte. Die Auswahl war jetzt nicht so riesig, aber das, was es gab, war super. Ja, ich würde sagen, das war's. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Seid dann wieder dabei. Ciao.